Kolleginnen und Kollegen, ich rufe nun auf den Einzelplan 4 und gebe als Erstes das Wort Kollege Degen, SPD-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich könnte es mir jetzt ganz einfach machen und an die hervorragende Rede vom Kollegen Rudolph heute Morgen anknüpfen. Man muss einfach nur, wenn man den Begriff Polizeibeamte durch Lehrkräfte ersetzt und die Dienststellen durch Schulen, dann ist dann schon das Wesentliche im Grunde gesagt, meine Damen und Herren. Nun ist ja nicht alles ganz gleich, und vielleicht war auch der eine oder andere nicht im Raum heute Morgen, aber das Prinzip ist ja das Gleiche. Die Landesregierung verliert sich in ihren statistischen Mittelwerten, ist Meister im Verkaufen und im Präsentieren. Aber vor Ort fragen sich die Schulen, die Lehrkräfte, die Schulgemeinden, meine Damen und Herren, die fragen sich wirklich und schütteln den Kopf, wie man so die Realität ignorieren kann, meine Damen und Herren. Und ich kann mir auch ähnlich wie beim Einzelplan 3 sehr gut vorstellen, was wir nachher hören werden wieder. Mehr Stellen, mehr Geld. Dazu hat gestern schon der Kollege Schäfer-Gümbel das Wesentliche gesagt. Natürlich steigen Etats in der Regel immer. Es hat auch etwas mit Inflation zu tun. Aber ich will auch schon einmal ganz deutlich machen, dass wenn man mal genau auch hinschaut, wie entwickeln sich Schülerzahlen, wie entwickelt sich die Lehrerversorgung in der Grundunterrichtsversorgung, meine Damen und Herren, dann kann man schon jetzt feststellen, Herr Kollege Irmer, dass das Verhältnis von Stellen zu Schülern in der Grundunterrichtsversorgung, dass da weniger Lehrer für mehr Schüler da sind, meine Damen und Herren. Die durchschnittliche Klassengröße steigt, meine Damen und Herren. Und ich will Ihnen auch sehr deutlich sagen, unsere Schulen leisten sehr viel, und die Lehrkräfte sowieso. Bei all den vielen Aufgaben, die wir haben und die wir hier immer beschließen und in Erlasse schreiben und in Gesetze, und da wird sehr viel getan. Und sich aber dann hier hinzustellen und das auch zu bejubeln, aber gleichzeitig den Lehrkräften, genauso wie den Polizeibeamten, zu sagen, letztes Jahr eine Nullrunde, dieses Jahr 1%, das Lohndiktat wird festgehalten, es fehlt die Übertragung der Tarifergebnisse, all das ist kein wirkliches Signal, meine Damen und Herren, um die Lehrkräfte vor Ort zu motivieren. Wir haben bundesweit die höchste Stundenverpflichtung, und auch daran wird sich nicht viel ändern. Jetzt will ich aber auch, bevor es nachher heißt, wir malen alles schwarz und hier werde zu das Maß verloren, will ich auch mal drei Punkte ausdrücklich hervorheben, die ich begrüße. Das eine ist der Pakt für Weiterbildung, den wir gemeinsam vereinbart haben und der ganz klar macht, dass hier mehr getan wird. Das ist natürlich auch in diesem Haushaltsplan ein guter Punkt. Das Zweite ist, und auch das will ich hervorheben, ich finde das nach wie vor sehr gut, dass wir uns im vergangenen Jahr in zwei Punkten auch einigen konnten. Das eine war das Thema Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger mit den damals 800 Stellen mehr. Und ja, es ist richtig, hier muss mehr getan werden. Die 1.100 Stellen, die jetzt kommen sollen, sind auch richtig. Und da muss natürlich mehr getan werden. Ich sage aber auch, ich habe Zweifel, ob das ausreichen wird. Und ich habe auch Zweifel, ob Sie ausreichend Lehrkräfte dafür finden werden. Aber das muss man sehen. Die Stellen müssen geschaffen werden. Ich will genauso anknüpfen an den Punkt Ganztag. Wir haben im letzten Jahr ein Sonderprogramm, 6 Millionen € beschlossen zur Weiterentwicklung zu echten Ganztagsschulen, Profil 2 und vor allem dann auch weiter zum Profil 3. Auch dieses Programm war richtig, und es ist gut und richtig, dass es weitergeführt wird, meine Damen und Herren. Denn an diesem Programm hat sich ja gezeigt, dass es richtig war. Denn diese 6 Millionen € wurden abgerufen. Das heißt zwar immer mal wieder, es hätte nicht mehr Anträge gegeben. Es gab in der Tat deutlich mehr Anträge. Die Schulträger sortieren immer vor, sieben vorher aus, sodass auch nur das hier ankommt, was auch wirklich machbar ist vor Ort. Aber ich will Ihnen dazu ein Beispiel aus dem Main-Kinzig-Kreis sagen. Da wird jetzt im nächsten Kreistag eben über diese neue Liste beraten. Und wir werden da alleine 4 Grundschulen haben, die ins Profil 1 wollen, um sich auf den Weg zu machen. Wir werden aber auch
drei Schulen haben, eine integrierte Gesamtschule, eine HR-Schule und eine Grundschule, die sagen, sie wollen jetzt ins Profil 2, weil die gemerkt haben endlich, dass Entwicklung da ist, dass nach jahrelangen, wo die Schulen immer wieder zurückgehalten wurden, und immer wieder gesagt haben, es gibt kein Geld, ihr könnt euch nicht weiterentwickeln, dass die jetzt merken, da ist Aufbruch. Und jetzt wird es mehr Anträge geben. Und es wird genauso, meine Damen und Herren, auch bei uns im Kreis eine Grundschule geben, die ins Profil 3 will, weil einfach wir jetzt sagen oder gezeigt haben, dass Entwicklung möglich ist. Und deswegen muss dieses Programm weitergeführt werden, nicht nur in diesem Jahr, und auch doch mit möglichst mehr Mitteln, meine Damen und Herren. Ich will das auch klar sagen, eine Abgrenzung zum Pakt für den Nachmittag, meine Damen und Herren. Wir haben in unserem Antrag klar gemacht, erstens mal, wir wollen schon noch mit Maß draufsatteln im Ganztagsschulprogramm, aber wir halten auch die Mittel, die für den Pakt vorgesehen sind, eigentlich für deutlich sinnvoller für echte Ganztagsschulen, meine Damen und Herren. Das hat etwas damit zu tun, dass Schule und Unterricht kostenfrei sein muss, meine Damen und Herren. Auch der Besuch am Nachmittag von Schulen muss kostenfrei sein, meine Damen und Herren. Die Einführung eines Schulgelds durch die Hintertüre lehnen wir ganz klar ab, meine Damen und Herren. Und genauso ist das auch einfach mit den Möglichkeiten, die echte Ganztagsschulen bieten. Und ich will auch an dieser Stelle nochmals ganz klar sagen, wir wollen das Ganztagsschulprogramm so attraktiv machen, so auch den Schulen anbieten, dass sie es wählen. Ich glaube, der Bedarf ist da. Die Schulgemeinden werden sich dafür entscheiden. Und hier ist keine Zwangseinführung notwendig oder auch gar nicht gewünscht. Wir wollen den Schulen das anbieten, und die Schulen werden das machen, meine Damen und Herren. Ich will auch sagen, dass Ganztagsschulen wesentlich sind für das soziale Lernen, für die Entwicklung sozialer Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Man kann das richtig oder falsch halten, aber vieles findet im Elternhaus nicht statt. Die Schulen haben einfach mehr Erziehungsaufgaben zu leisten, und dazu sind Ganztagsschulen, echte Ganztagsschulen, wichtig. Aber, meine Damen und Herren, das ist der wesentliche Schwerpunkt unserer Haushaltsanträge in diesem Jahr. Wir brauchen auch Schulsozialarbeit, meine Damen und Herren. Wir brauchen echte Schulsozialarbeit an den Schulen und nicht eine Brücke, die sich USF nennt, meine Damen und Herren. Wir sind der Meinung, dass Schulsozialarbeit eigenständig an jeder Schule im Land stattfinden muss. Eigenständig schon deswegen, weil einfach das Vertrauensverhältnis von Schülern und den entsprechenden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern ganz anderes ist, wenn die eben nicht zum Lehrerkollegium und der Schulleitung unterstellt sind. Die müssen eigenständig sein. Und das geht eben nur, wenn sie eben da auch von den Kommunen vor Ort organisiert werden. Und jetzt weiß ich genau, dass dann wieder es heißt, das sei alles ganz schwierig und der Rechnungshof etc. Meine Damen und Herren, Schauen wir mal nach Baden-Württemberg, schauen wir mal nach Bayern. Die machen das genauso, wie die SPD es hier fordert. Die geben eine Förderpauschale an die Träger vor Ort und organisieren so, dass Schulsozialarbeit eben richtig und so, wie es sich gehört, ausgebaut wird, meine Damen und Herren. Genau das wollen wir mit 6,2 Millionen Euro hier. Und ich will auch noch einmal ausdrücklich sagen, auch die Schulsozialarbeit ist ja so ein schönes Beispiel dafür, was sie machen. Dass sie den Schulen immer sagen, ja, ihr könnt das ja machen, ihr könnt auch da irgend so etwas Ähnliches machen wie Schulsozialarbeit, aber ihr müsst es aus dem Zuschlag zur Grundunterrichtsversorgung finanzieren oder noch aus den Mitteln des Sozialindexes. Und daraus soll so viel gemacht werden, meine Damen und Herren, so viel, dass die Schulen das nicht leisten können, dass der Anspruch auch gerade der Eltern immer wieder steigt und Schulen hier überlastet werden. Wir brauchen für Ziele, die wir haben, auch eigene Programme. Und ein schönes Beispiel dafür, oder eigentlich gar kein schönes Beispiel, ist eigentlich sehr trauriges, kommt gerade von den Grundschulen, von den vielen Überlastungsanzeigen, die uns Jahr für Jahr erreichen. Und da habe ich gerade erst einen Brief bekommen, der sich an Herrn Staatsminister Prof. Dr. Lorz richtet, von, meine Damen und Herren, einer Grundschule aus dem Schulamtsbezirk Darmstadt-Dieburg und der Stadt Darmstadt, den 56 weitere Schulleiterinnen und Schulleiter unterstützen, wo ganz klar noch einmal aufgeführt wird in 5 Punkten, dass Inklusion richtig ist und gewollt ist, aber unter den Bedingungen, wie Sie sie eben hier anbieten, nicht machbar ist, dass Lehrkräfte hier frustriert sind, dass die Motivation abnimmt. Genauso bei der Beschulung von Flüchtlingen, dass man sich große Anerkennung hat für die Arbeit, die da gemacht wird, aber dass eben das alles so sehr schwierig ist und Schulen einfach immer mehr das Gefühl haben, an die Grenzen ihrer Belastbarkeit zu kommen, meine Damen und Herren. Und hier müssen wir endlich auch
klarmachen, dass wir gerade Grundschulen unterstützen wollen. Deswegen schlagen wir ein Programm vor, um gerade die Heterogenität, die wir dort haben, die zu unterstützen, um altersgemischte Gruppen zu unterstützen, jahrgangsübergreifende Gruppen, gerade auch im ländlichen Raum. Gerade da, wo Schulen vor der Schließung bedroht sind, müssen wir reingehen, müssen wir helfen und dementsprechend hier ein Sonderprogramm zur Stärkung der Heterogenität an Grundschulen, meine Damen und Herren. Und wenn ich vom Aufgabenzuwachs rede, will ich auch einmal darauf hinweisen, dass Papier geduldig ist. Und das betrifft nicht nur die Inklusion. Auch da will ich noch einmal ansprechen. Ich weiß gar nicht, was die Kollegen von den GRÜNEN dazu sagen. Es ist ja schön und gut, auch, dass hier neue Lehrerstellen aufgebaut werden sollen. Aber, meine Damen und Herren, wenn schon heute 77 Stellen der Förderpädagogen nicht besetzt sind, 77 Stellen schon heute nicht besetzt sind, weil sie niemanden finden, der hier arbeiten will, weil er entweder in andere Bundesländer geht, weil er besser bezahlt wird oder einfach nicht genug ausgebildet sind, meine Damen und Herren. Wie wollen Sie dann Inklusion richtig organisieren, wenn Sie schon heute nicht alle Stellen besetzen können, meine Damen und Herren? Und es ist ja nicht nur so, dass gar nicht alle besetzt sind, sondern die, die besetzt sind, davon sind 16%, haben überhaupt kein zweites Staatsexamen in diesem Lehramt, meine Damen und Herren. Es wird immer leider, wird das immer mehr, dass einfach hier aus der Not heraus dann, Lehrkräfte eingesetzt werden, die dafür gar nicht ausgebildet sind. Es muss endlich Schluss sein mit dem fachfremden Unterricht. Wir müssen endlich viel mehr in die Lehreraus- und Fortbildung hier investieren, meine Damen und Herren. Auch dazu finden Sie den entsprechenden Haushaltsantrag, um eben die Weiterbildung hier zu stärken, meine Damen und Herren. Und da fragt man sich wirklich, wie ernst meint die Landesregierung das eigentlich mit ihren vielen Schaufensteranträgen, mit ihren vielen Werbebotschaften? Das betrifft die Inklusion. Das betrifft genauso die Berufsorientierung, hat Kollege Schäfer-Gümbel gestern schon viel zu gesagt, die wir ja auch wollen, die wir auch an allen Schulformen wollen. Aber nur mit einem Erlass ist es nicht getan. Wir brauchen auch hier deutlich mehr Ressourcen für die Schüler, für die Schulen, genau das auch umzusetzen. Dementsprechend finden Sie auch in unseren Anträgen die Entlastungsstunden zur Verankerung der Berufsorientierung an weiterführenden Schulen, meine Damen und Herren, weil wir klarmachen wollen, dass wir das ernst meinen damit. Und genauso ein Punkt mit dem Aufgabenzuwachs und der Frage, wie ernst meinen Sie das, ist das ja mit der Sexualerziehung. Auch da gibt es einen Klasse-Lehrplan, der genau beschreibt, was da gemacht werden soll. Aber wenn man sich da die entsprechende Antwort auf eine Kleine Anfrage anschaut, sieht man, Sie hinterlegen null Ressourcen für die Umsetzung dieses Lehrplans. Sie haben nicht einmal eine Handreichung dafür. Und da fragt man sich wirklich, wie ernst meint Schwarz-Grün es mit der Umsetzung hier. Und die Antwort haben wir gestern auch schon gegeben. Schaut man sich die Demo an Ende Oktober, war das leider sehr traurig, dass es die Opposition vor allem war mit den GRÜNEN, die hier den Lehrplan der Landesregierung gestützt haben, meine Damen und Herren. Ich will zum Schluss noch sagen, wir brauchen deutlich mehr Einsatz für individuelle Förderung, auch nur Binnendifferenzierung an IGS zu ermöglichen, ist nicht genug, meine Damen und Herren. Wir wollen hier in gewohnter Weise ein Programm, um einfach individuelle Förderung, um Binnendifferenzierung an allen Schulen zu ermöglichen, für die, die es wollen, und dementsprechend auch hier ein Sonderprogramm. Und ich höre schon, wie meine Redezeit hinter mir piepst. Die Seiteneinsteiger und Seiteneinsteiger, ich habe gesagt, mehr Stellen ist gut, aber mehr Stellen ist eben nun einmal auch kein Konzept. Wir brauchen endlich hier ein ordentliches Konzept, um die Sofortbeschulung in den Erstaufnahmeeinrichtungen sicherzustellen und genauso eben, damit die Herkunftssprache am Ende nicht über den Bildungserfolg entscheidet, eine gerechte Verteilung auf alle Schulformen, meine Damen und Herren. Auch dazu ist klar, mit Stellen ist es nicht getan. Wir brauchen Konzepte. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schwarz, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren! Hohe Qualität, große Quantität und große Planungssicherheit – das ist der erfolgreiche Dreiklang unserer schwarz-grünen Bildungspolitik, die für Chancengerechtigkeit, Wahlfreiheit und Innovation steht. Genau dieser Dreiklang, der zieht sich wie ein schöner,
kräftiger schwarz-grüner Faden durch diesen Landeshaushalt, und da freuen wir uns drüber. Als Folge der in den letzten Jahren bereits stetig gestiegenen Investitionen im Bildungsbereich haben wir jetzt 5 Milliarden €, die die Hessische Landesregierung, die regierungstragenden Fraktionen in den wesentlichen Bereich der Bildung investieren. Das ist ein historisches Hoch. Kollege Schäfer-Gümbel hatte ja gestern in Bezug auf das Wort historisch genommen. In der Tat, das ist historisch positiv, und da dürfen wir uns darüber freuen. Und trotz der massiven Investitionen in den Ganztag, trotz der massiven Investitionen in die Inklusion, trotz der massiven Investitionen in den Sozialindex halten wir natürlich 105 versprochen und gehalten, meine Damen und Herren. Der Haushaltsplan 2017 ist somit eine in Zahlen gegossene Manifestation unseres unerschütterlichen Engagements. Unerschütterliches Engagement für gute Bildung, für unsere Landeskinder. Und das ist ein guter Blick für die Zukunft der hessischen Gesellschaft und natürlich auch der Entwicklung für ein harmonisches und erfolgreiches Miteinander. Blicken wir auf die Eckdaten. Ich hatte eben gerade schon festgestellt, 5 Milliarden € stehen zur Verfügung. Das ist eine Steigerung von 1,5 zum Haushaltsplan 2016. Da haben wir, nur einmal zur Erinnerung, 40 Millionen € im letzten Haushaltsplan für 800 zusätzliche Stellen investiert, 66,5 Millionen € für 1.100 zusätzliche Stellen stehen jetzt drin, 612 Stellen kommen on top durch die Arbeitszeitverkürzung, sind per Saldo zur Hälfte der Legislaturperiode 2.500 zusätzliche Stellen für die hessischen Schulen. Das ist eine Bilanz, da können wir stolz drauf sein, meine Damen und Herren. Gehen wir auf die Einzelmaßnahmen ein. Kollege Degen, Sie hatten Bezug genommen auf den Ganztag. Ich weiß nicht, von welcher Welt und von welchen Schulen Sie reden. 2.200 Stellen, die zur Verfügung stehen für den Ganztag, 233 zusätzliche Stellen, Haushaltsplan 2017. Sämtliche Anträge auf Profil 3 sind genehmigt worden. 132 Schulen sind beim Pakt für den Nachmittag unterwegs, ein erfolgreiches Programm. 1.072 Schulen engagieren sich bereits im Ganztag. Das ist eine Bilanz von 64 %. Da sind wir stolz drauf. Sozialindex. 480 Stellen im Sozialindex, 60 Stellen noch einmal on top. Bis Ende der Legislaturperiode haben wir dort 600 Stellen geschaffen. Weswegen machen wir das? Nicht, weil uns nichts Besseres einfällt, sondern weil wir genau steuern und hinblicken, wo es schwierige Rahmenbedingungen gibt, wo die Schülerklientel eine besondere ist. Helfen wir gerne, da sind wir zutiefst von überzeugt. Inklusion. Auch dies ein Rieseninvestitionsprogramm unserer Landesregierung, der schwarz-grünen Koalition. Insgesamt 2.400 Stellen, die hier zur Verfügung stehen. Aber wir machen nicht Inklusion ihrer selbst willen, sondern wir arbeiten präventiv. 30.000 Schülerinnen und Schüler erhielten sonderpädagogische Beratung und Förderung in Form von vorbeugenden Maßnahmen mit dem Ergebnis, dass ein Besuch von der Förderschule nicht nötig war. Und so haben wir 8.000 Schülerinnen und Schüler in der inklusiven Beschulung. Das funktioniert vorzüglich. Dass es punktuell Optimierungsbedarf gibt, Herr Kollege Degen, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Aber der Grundsatz funktioniert, und deswegen machen wir auch die gerade angelaufenen inklusiven Schulbündnisse, wo alle Akteure zusammenkommen, wo nicht jede Schule mitmachen muss, aber jede Schule mitmachen darf, wo die Akteure vor Ort die bestmöglichen Fördermöglichkeiten austarieren und die Kolleginnen und Kollegen nicht permanent auf der Straße sind, sondern im Klassenraum. Und da gehören sie hin, weil sie dort gut wirken, meine Damen und Herren. Pakt für Weiterbildung. Ich bin froh, dass wir das im großen Konsens in diesem Haus beschlossen haben. 1,5 Millionen € stehen im Haushaltsplan 2017.
Wir werden über 4 Jahre insgesamt 12 Millionen € dort investieren. Pakt für Weiterbildung, Stichwort lebenslanges Lernen, eine Programmatik, eine Aufgabe, die uns ganz besonders wichtig ist. An dieser Stelle möchte ich noch einmal allen Beteiligten dort danken, auch unserem Kollegen Hugo Klein, der dort die Fäden vorzüglich zusammengeführt hat. Zuschüsse für Ersatzschulen. Auch dort auf uns ist Verlass. 10,5 Millionen € zusätzlich für die Ersatzschulen. Hier haben wir steigende Schülerzahlen. Das sind Schulen, die besondere Angebote vorhalten. Dort auch zeigen wir, was wir versprechen, halten wir. Und die Zahlen, die Investitionen hier sind stetig aufwachsend. Und, meine Damen und Herren, dann will ich zu einem Punkt kommen, der gestern in der Grundsatzdebatte eine besondere Rolle gespielt hat. Das war das Thema und ist das Thema der Integration derjenigen Menschen, die im letzten Jahr zu uns gekommen sind, 25.000 Schülerinnen und Schüler, die wir in die hessischen Schulen bekommen haben. Wir haben hier viele Maßnahmen unternommen, auch hier noch einmal zum Mitschreiben die Zahlen, die wir dort reaktiv in die Schulen gebracht haben, 800 Stellen und Lehrer zusätzlich letztes Jahr, 1.100 im kommenden Haushaltsjahr. Mit dem schulischen Integrationsplan werden wir eine maßgebliche Zukunftsaufgabe bewerkstelligen. Zum Schuljahresbeginn hatten wir über 2.000 Schüler, die aus den Intensivklassen in den Regelbetrieb reinkamen. Zum Halbjahr 2016/17 werden das 4.500 Schülerinnen und Schüler sein. Und eines ist klar, nur wer ausreichende Deutschkenntnisse hat, kann in den Regelbetrieb unterrichtet werden, und er soll auch wechseln. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Um das zu ermöglichen, unterstützen wir diese Programmatik und stellen dort weitere und zusätzliche Stellen zur Verfügung. Damit schaffen wir einen Integrationsindex als weitere Säule neben dem Sozialindex, also gezielte Steuerung, vorbildliche Ressourcenausstattung und zudem noch eine Qualifikation im Querschnitt jenseits der Fachlichkeit für die Kolleginnen und Kollegen. Was müssen wir sonst noch machen? Maßnahmenvorschlag für den Aktionsplan 2. Hier stellen wir 3,2 Millionen € zur Verfügung für diejenigen, die keinen Hauptschulabschluss erreicht haben, für diejenigen, die die deutsche Sprache noch nicht beherrschen, aufgrund der Tatsache, dass es auch hier erkennbaren Nachholbedarf bei der Alphabetisierung gibt. Und es betrifft genau die Altersgruppe zwischen 18 und 22, um die wir uns besonders kümmern. Denn nur wer einen Abschluss hat und nur wer Sprache beherrscht, kann auch Karriere machen, keine Ausbildung machen und kann an der Gesellschaft teilhaben. Da sind wir zutiefst von überzeugt. Und insofern stellen wir hier 700 Plätze zur Verfügung aus dem Maßnahmenpaket, 3,2 Millionen € hier für den Bildungsetat. Ich glaube, eine gute Investition. Allerdings will ich deutlich sagen, das betrifft nicht nur Flüchtlingsschülerinnen und Schüler, sondern es betrifft selbstverständlich auch Hauptschüler, die in unserem Schulsystem leider nicht zu dem gewünschten Erfolg gekommen sind. Abschließend ein Blick auf die Opposition. Herr Kollege Degen, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, ich muss ganz Kollege ehrlich Kollege Schwarz, die angemeldete Redezeit ist abgelaufen. Frau Präsidentin, ich komme zum Ende. Ich war beim Zuhören gestern eigentlich ganz begeistert. Das, was Sie fordern, machen wir längst. Inklusion stärken machen wir, berufliche Bildung und Berufsorientierung stärken machen wir, Berufsorientierung am Gymnasium flächendeckend machen wir, Ganztagsausbau machen wir. Wir haben die Integration und die Sprachförderung im Fokus, machen wir auch. 18- bis 22-Jährige werden unterstützt. All das machen wir. Ihre Haushaltsanträge laufen ins Leere. Sie haben im Grunde genommen ein Loblied auf erfolgreiche Bildungspolitik gesungen. Das ist schön, das ist sehr erfreulich. Vielen Dank für das Lob, Herr Schäfer-Gümbel. Sie haben festgestellt, Hessen geht es gut, die Hessen fühlen sich wohl. Das stimmt. 89% blicken positiv in die Zukunft. Das hängt maßgeblich auch mit einer klugen Bildungspolitik zusammen. Da machen wir genauso weiter. Da sind wir froh darüber, dass wir die schlechten Zeiten überwunden haben. Abschließend noch einmal für jeden in Erinnerung zu rufen, 1999,
38.000 Stellen im Schulsystem bei 900.000 Schülern. Heute haben wir 52.000 Stellen bei 770.000 Schülern. Schüler-Lehrer-Verhältnis 15:1, 105%. Unterrichtsauswahl gibt es mit Schwarz-Grün nicht. Wir freuen uns über einen vorzüglichen Haushaltsplan. Wir freuen uns, dass wir diesen auch beschließen werden. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Tag. Vielen Dank. Als nächste Rednerin spricht Kollegin Faulhaber, Fraktion DIE LINKE. Ihr seid alle so groß. Lang. Es war lang. Ja, bevor ich beginne, möchte ich mich erst einmal für die nette Begrüßung bedanken. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie an Ihren eigenen Ansprüchen messen. Herr Frömmrich und Herr Schwarz, die haben sich ja jetzt hier gewundert, dass es außerhalb dieser Hallen noch ein anderes Land geben soll. Und zu dem Land komme ich in meiner Rede. Vielleicht kann ich es Ihnen ein bisschen näher bringen. Sie sind aber hier in Hessen. Ja, ich bin auch in Hessen, aber ich glaube woanders. Sie haben Ziele formuliert, die den Bereichen Inklusion, Beschulung von Flüchtlingen und Seiteneinsteigern und bei der Ganztagsschule einen Schritt zulegen lassen sollen. Und die Frage ist, wie sieht es real aus? Professor Lotz lobt sich für seine Erfolge bei der Modellregion Inklusion, und der Ministerpräsident sprach sogar davon, dass sie Inklusion mit Augenmaß machen. Aber tatsächlich ist die Anzahl der inklusiv beschulten Kinder deutlich angestiegen. Es werden derzeit 23% der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelschulen besucht. Aber da sind ein paar Anmerkungen nötig. Erstens. Dass Kinder mit Behinderung in einer Regelschule sind, das sagt ja noch nichts über die tatsächliche Qualität dieser Inklusion aus. Dazu bedarf es nämlich einer wirklich guten Förderung. Als Inklusion in Hessen noch gemeinsamer Unterricht hieß und an ausgewählten Grund- und Gesamtschulen stattfand, waren 18 Förderstunden pro Kind die Regel. Heute sind es durchschnittlich 4 Stunden. Da kann man doch nicht von Inklusion reden. Man kann nicht von Inklusion reden, wenn die Schülerinnen in den Förderschulen eine viel weitreichendere Unterstützung erhalten als im genannten inklusiven Unterricht an den Regelschulen. Man kann nicht von Inklusion reden, wenn aus Personalmangel Schwerpunkte gesetzt werden müssen, wenn z.B. die Ressourcen weitgehend in den unteren Klassen eingesetzt werden und die Förderung in allen anderen Klassen minimal ausfällt. Ja, natürlich ist Förderung in den unteren Klassen und im frühen Alter wichtig, aber das darf nicht heißen, dass Kinder mit Behinderung in den höheren Klassenstufen und besonders bei der Berufsorientierung unzureichend gefördert werden. Auch in den Berufsschulen und beim Übergang in die Arbeitswelt braucht es Förderung. Und dieser Bereich der Inklusion, findet in Ihrem Verständnis von Inklusion recht wenig Beachtung, meine Damen und Herren. Und man kann überhaupt nicht von Inklusion reden, wenn man an einem Ressourcenvorbehalt festhält. Deutschland hat die UN-Konvention unterzeichnet und ist damit dem Menschenrecht auf Teilhabe verpflichtet. Es hat nicht unterzeichnet, dass dieses Menschenrecht nur so lange gilt, wie die Schuldenbremse das zulässt. Zweitens. Ist es auch keine inklusive Bildung, wenn Modellregionen oder inklusive Schulbündnisse geschaffen werden? Damit Inklusion in Hessen Realität wird, muss das Kultusministerium ein inhaltliches Gesamtkonzept und verbindliche Standards erarbeiten. Auch wie Sie diese Schulbündnisse inhaltlich ausgestalten wollen, vergaßen Sie zu sagen, Herr Minister. Von der Organisation her sehe ich diese Schulbündnisse nur als Tarnkappe, denn es findet darunter nichts anderes statt als zuvor auch. Wenn die sächlichen, räumlichen oder personellen Möglichkeiten an einer Regelschule nicht gegeben sind, wird das Kind nicht inklusiv beschult. Diesmal ist nur ein größerer Personenkreis da, der das den Eltern klar machen muss.
Mir kommt es überhaupt sehr seltsam vor, dass Sie, Herr Kultusminister, und auch der Ministerpräsident in seiner Rede die Schullandschaft und auch jetzt hier der Kollege Schwarz, glaube ich, heißt er, die Schullandschaft so darstellen, als sei Inklusion schon längst Alltag. Ich sage, Inklusion ist bei uns noch Zukunftsmusik, und mit diesem Haushalt bleibt das auch noch eine Weile so. Meine Damen und Herren, die Zahl der schulischen Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger in den hessischen Bildungseinrichtungen beträgt etwa 26.000. Die Integration dieser großen Zahl junger Menschen wird nur gelingen, wenn jetzt die Voraussetzungen für eine chancengleiche Teilhabe an allen hessischen Bildungseinrichtungen geschaffen werden. Und deswegen muss die Sprachförderung in größerem Umfang ausgebaut werden, als das im Haushalt vorgesehen ist. Die von der Landesregierung genannten zusätzlichen 1.100 Lehrerstellen werden nicht ausreichen, zumal gleichzeitig die Stundenzahl der Intensivklassen an den Grundschulen von 20 auf 18 und an den anderen Schulformen von 28 auf 22 Stunden gekürzt wurde. Diese Kürzungen müssen zurückgenommen werden. Wir sehen, wie auch z.B. die GEW, wir gehen davon aus, dass noch 900 zusätzliche Stellen benötigt werden, um eine bedarfsgerechte Sprachförderung anzubieten. Und, meine Damen und Herren, minderjährige Flüchtlinge haben oftmals eine langjährige Flucht hinter sich und müssen vielfach traumatische Erlebnisse verarbeiten. Das erfordert neben Sprachförderung aber auch ausreichende Schulsozialarbeit und mehr schulpsychologische Angebote. Deshalb muss die Schulsozialarbeit mit 250 Stellen aufgestockt werden, und ebenso brauchen wir 250 Schulpsychologen mehr. Ich möchte auch noch ein Thema ansprechen, das derzeit in Hessen leider ein Mauerblümchen-Dasein führt. Ich spreche vom Herkunftsschwerwort sprachlichen Unterricht. Bei der kindlichen Identitäts- und Sprachbildung spielt er eine nicht zu unterschätzende Rolle. Aber seit dem Schuljahr 99/2000 entzieht sich das Land schleichend seinem Bildungsauftrag in diesem Bereich. Auslaufende Lehrerstellen werden nicht mehr durch Landesbedienstete, sondern von Konsulaten vermittelten Lehrkräften ersetzt. Und heute stehen 108 Lehrkräften im Dienste des Landes Hessen, bereits 82 Lehrkräfte in den Diensten der Herkunftsländer gegenüber, und darunter sind 56 Konsulatslehrkräfte aus der Türkei. Meine Damen und Herren, wir brauchen in diesem Bereich dringend eine Kehrtwende. Wenn wir nicht wollen, dass der Bereich der schulischen Sprachbildung nun teilweise vom türkischen Erziehungsministerium aus Ankara geleitet wird, wo bekanntlich ein nicht besonders vertrauenswürdiger Herr Erdogan herrscht, dann muss der herkunftssprachliche Unterricht wieder zurück in die Verantwortung des Landes. So, und wo sich nichts getan hat, meine Damen und Herren, ist der Ausbau echter Ganztagsschulen nach dem Profil 3. Von diesen gibt es in Hessen nach wie vor 5% und im Grundschulbereich sogar weniger als 1%. Die wenigen Stellen, die 2017 im Ganztagsschulbereich geschaffen werden sollen, reichen längst nicht aus. Loben Sie sich doch nicht dauernd selbst für Ihren Pakt für den Nachmittag, werte Landesregierung. Diese Mogelpackung ist doch völlig unzureichend. Kleckern Sie nicht weiter halbherzig bei der Schulentwicklung, sondern arbeiten Sie einen konkreten Plan aus, wie mindestens 100 Schulen pro Jahr in echte Ganztagsschulen umgewandelt werden können. Ganztagsschulen, und das ist ja längst Allgemeinwissen, bieten bessere Möglichkeiten, Bildungsbenachteiligungen auszugleichen. Inklusion bezieht sich nämlich nicht nur auf Menschen mit Behinderungen, sondern auch soziale Deklassierung führt zu geringeren Bildungschancen. Aber alle Kinder, egal wie gebildet oder vermögend ihre Eltern sind, brauchen gleiche Chancen. Wie Chancengleichheit gehen soll, sagen wir Ihnen beispielsweise mit zwei unserer Haushaltsanträge konkret. Wir fordern endlich eine echte und umfängliche Lernmittelfreiheit. An vielen Schulen wird für Arbeitshefte oder kopierte Arbeitsblätter ganz offen Geld eingesammelt.
Auch müssen Schulbücher oder Unterrichtsmaterial selbst angeschafft werden, was den Schülerinnen erst ermöglicht, im Unterricht mitzuarbeiten. Es gibt Arbeitsgruppen am Nachmittag, die Kostenbeiträge erheben. Teilweise müssen Eltern sogar die schulverantwortliche Betreuung bis 14.30 Uhr bezahlen. Dabei sollte ja angeblich in der Verantwortung des Landes liegen. Das darf doch überhaupt nicht sein. Und was ebenfalls mit tatsächlicher Lernmittelfreiheit zu tun hat, das ist die Schülerbeförderung, meine Damen und Herren. Wie kann es denn angehen, dass schon die Fahrt zu einer Bildungseinrichtung Kosten verursacht? Sie haben einen Vorschlag gemacht, die Mittel für die Schülerbeförderung aufzustocken. Aber die neuen Schülertickets kosten immerhin 365 €. Das mag Ihnen als gut situierte Bürgerinnen und Bürger preiswert erscheinen. Aber für jemanden, der wenig verdient, vielleicht sogar seinen schmalen Lohn beim Jobcenter aufstocken muss oder gar arbeitslos ist, ist das ein erheblicher Betrag. Wir finden, dass Schülerbeförderung bis hin zum Abitur kostenlos zu sein hat. Kollegin Faulhaber, die angemeldete Redezeit ist zu Ende. Ja, das trifft sich gut. Ich komme zum Schluss. Aber eine Sache muss ich noch kurz erwähnen. Auch mit Bier habe ich es nicht so. Letzte Woche hat eine Protestaktion der Grundschullehrkräfte hier vor dem Landtag stattgefunden. Da gab es kein Freibier, sondern die wollten endlich gerecht bezahlt werden. Die verdienen nämlich im Vergleich mit Lehrkräften anderer Schulformen spürbar weniger. Und zu diesem Protest wurden alle bildungspolitischen Sprecherinnen und Sprecher der Landtagsfraktionen eingeladen. Aus den Regierungsfraktionen ist leider niemand erschienen. Keine Einladung erhalten. Ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist nämlich auch eine Art, seine Wertschätzung gegenüber den Grundschullehrkräften auszudrücken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Das war die erste Rede der Kollegin Faulhaber. Dazu herzlichen Glückwunsch. Als Nächster spricht Kollege May, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Dann möchte ich zu Beginn meiner Ausführungen auch der Kollegin Faulhaber zu ihrer ersten Rede gratulieren. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen hier im Hessischen Landtag. Ich möchte noch ein zweites Lob aussprechen. Der Kollege Degen hat ja seine Rede damit angefangen. Er hätte jetzt eigentlich gar nichts mehr auszuführen. Der Kollege Rudolph hätte ja schon so viel Richtiges gesagt, muss ich sagen. Lieber Kollege Degen, du hast das viel besser gemacht als dein Fraktionskollege. Denn du hast das auch für, glaube ich mal, etwas hinbekommen, was man in der Opposition dann doch etwas differenziertes Bild bezeichnen muss, nämlich auch einmal anzuerkennen, wo man gemeinsam einen Weg gegangen ist. Das möchte ich deutlich wertschätzen, dass du hier in deiner Haushaltsrede das herausgestellt hast, wo wir gemeinsam auch Dinge im Bildungsbereich nach vorne gebracht haben. Ich finde, das zeichnet guten Stil aus. Vielen Dank dafür. Im Übrigen aber fehlte natürlich dann doch im weiteren Verlauf der Rede dann doch, sag ich mal, ein bisschen die Tiefenschärfe, was die Betrachtung des Haushaltsplans und der Änderungsanträge der Koalition angeht. Du hast, Sie haben in Ihrer Rede ja dann auch immer wieder davon gesprochen, na ja, irgendwie die Koalition, sie würde da immer nur statistische Mittelwerte auf den Weg geben. Ich bin mir sicher, dass der Begriff des statistischen Mittelwertes auch von dir richtig erfasst wird. Von daher, glaube ich, ist es notwendig, dich darauf hinzuweisen, dass wir da doch auch ein paar absolute Zahlen schon präsentiert haben, die man auch zur Kenntnis nehmen soll. Und diese absoluten Zahlen, die orientieren sich an dem, was wir als bildungspolitische Ziele vorhaben, nämlich mehr Bildungs- und mehr Chancengerechtigkeit zu verwirklichen. Deswegen haben wir in absoluten Zahlen mehr
Stellen für den Ganztagsschulausbau, mehr Stellen für die Integration von Migranten, mehr Stellen für die Umsetzung der Inklusion und mehr Stellen für die Steigerung der sozial indizierten Lehrerzuweisung zur Verfügung gestellt. Das sind absolute Zahlen, an denen du dich orientieren solltest, und die zeigen, wie ernst es wir mit unseren politischen Zielen im Bildungsbereich nehmen. Und wenn wir uns dort den Landeshaushalt 2017 anschauen, dann haben wir dort in absoluten Zahlen wiederum 1.100 neue Stellen, ein kräftiger Schluck aus der Pulle, der voll unterrichtswirksam wird, der in den Bereichen, die ich gerade genannt habe, nämlich im Bereich Ausbau, Ganztagsschulangebot, Ausbau, Integration von Migranten, Ausbau, Umsetzung der Inklusion, Ausbau der sozial indizierten Lehrerzuweisung zugutekommt. Und in diesem Bereich haben wir dann, seitdem Schwarz-Grün am Werke ist, 7.000 Lehrerstellen zur Verfügung gestellt. Und ich finde, das sind absolute Zahlen, die auch einmal Erwähnung finden sollten. Aber ich möchte natürlich auch sehr gerne eine relative Zahl, einen statistischen Mittelwert hier einführen, weil der auch sehr beachtlich ist. Und dieser Mittelwert, der heißt 105%. Und das ist ein Mittelwert, der sich im Ländervergleich sehen lassen kann. Das gibt es so sonst nirgendwo. Und ich finde, dass, wenn dort Hessen etwas so Weitreichendes auf den Weg bringt, was sich im Ländervergleich messen lassen kann, dann ist das keine Disqualifikation für diesen Wert, dass es ein statistischer Mittelwert ist. Und es kommt noch eine weitere absolute Zahl hinzu, nämlich 600 Stellen noch einmal zusätzlich für die Reduzierung der Wochenarbeitszeit, damit die Wochenarbeitszeit bei den Beamtinnen und Beamten im Bereich der Schulen von 42 auf 41 Stunden reduziert werden kann. Damit entlasten wir die Lehrerinnen und Lehrer, und damit bringen wir unsere Wertschätzung für die wichtige Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer zum Ausdruck. Auch das ein großer Erfolg für die Koalition. Sie haben in Ihren Redebeiträgen, Frau Vorhaber und Herr Degen, auch den Punkt Pakt für den Nachmittag aufgeführt. Kollege Degen hat gemeint, naja, sinnvoller wäre es im echten Ganztagsschulbereich. Kollegin Vollhaber hat das als Mogelpackung benannt. Und gestern in der Generaldebatte war das Projekt auch vom Fraktionsvorsitzenden der SPD als Krücke bezeichnet worden. Das, glaube ich, zeigt nicht gerade, dass Sie nah an den Menschen sind, weil die Wertschätzung von dem, was Lehrerinnen und Lehrer, Eltern mit dem Pakt für den Nachmittag verbinden, ist doch eine ganz andere. Und ich möchte deswegen aus einem Namensbeitrag aus der Gießener Allgemeinen vom 26. Februar zitieren, wo eine Mutter einen Namensbeitrag hatte, wo es da heißt, ich zitiere, Kinderbetreuung, das war zu manchen Zeiten wie eine Decke, an der wir ziehen und zerren konnten, wie wir wollten. Irgendwie war sie immer zu kurz. Den Pakt für den Nachmittag beschreibt sie anstattdessen so. Er sei, Zitat, wie eine bequeme Decke. Er bedeute für sie und ihren Mann, wieder, Zitat, komfortable Betreuungszeiten zu moderaten Kosten. Ich finde, dieses Beispiel zeigt auch sehr deutlich, wie sehr der Pakt für den Nachmittag hilft. Es ist daher auch nicht verwunderlich, um noch ein Zitat zu bringen, dass der Vorsitzende des Landeselternbeirats im Artikel im Mannheimer Morgen am 20.09. zitiert wird, in Hessen sind die Eltern weitgehend glücklich mit dem Angebot an Ganztagsschulen. Und die Zeitung verweist zudem auf eine Studie zum Ganztagsschulausbau, wo es heißt, ich zitiere noch einmal, Hessen liegt beim Ausbau von Ganztagsschulen über dem Bundesdurchschnitt. Das alles zeigt doch sehr deutlich, mit dem Pakt für den Nachmittag haben wir ein gewaltiges Programm für den Ganztagsschulausbau geschafft, das bei den Eltern gut ankommt, was ein echtes Bedürfnis bedient. Und von daher werden wir diesen Weg weitergehen und an diesem Programm weitere Stellen zur Verfügung stellen. Und auch im Bereich der Inklusion werden wir weitere Fortschritte machen. Dort sind zum Schuljahr 2016/2017 132 neue Stellen zur Verfügung gestellt. Wir wissen, dass das Thema ein dickes Brett ist,
Aber wir werden in diesem Bereich Schritt für Schritt weitergehen, da unser Ziel ist und bleibt, dass wir dort keinen Wunsch nach inklusiver Beschulung mehr abschlagen müssen. Und auch im Bereich der sogenannten Seiteneinsteiger, also der Schülerinnen und Schüler jetzt mit Migrationshintergrund, werden wir noch einmal kräftig ausbauen. Da kommen noch einmal 890 Stellen hinzu. Und auch im Bereich der sozial indizierten Lehrerzuweisung werden wir noch einmal Aufbau leisten. Dort kommen noch einmal 60 Stellen hinzu. Insgesamt stehen dann 480 Stellen zur Verfügung. Gerade die sozial indizierte Lehrerzuweisung ist für uns GRÜNE ein Stück praktizierte Bildungsgerechtigkeit und auch an dieser Stelle eine absolute Zahl, die sich absolut sehen lassen kann. Und an dieser Stelle in der Haushaltsberatung möchte ich dann auch noch einmal einen Blick auf die Vorschläge der SPD lenken. Der Fraktionsvorsitzende Ihrer Fraktion hat das gestern als kleine Alternativen bezeichnet. Das ist vielleicht dann doch etwas zu bescheiden. Aber es passt trotzdem nicht so richtig zusammen mit dem, was Sie angeblich als großen Wurf planten, was Sie auf Ihrem Landesparteitag dort formuliert haben. Und wenn man sich das anschaut, was Sie dort heute vorgeschlagen haben, findet man da keinen großen Wurf, aber eine große Überraschung für uns. Denn Sie haben nämlich Ihre Vorschläge im Bildungsbereich erstmals, und das ist wirklich ein Kompliment, das können Sie mir glauben, haben Sie erstmals dargestellt, dass das, was wir im Bereich der Bildung im Kultusministerium veranschlagt haben, dass das ausreichend ist. Es ist ausreichend, weil Sie haben ja beantragt, das ist die Drucksache 3945, dass für das, was Sie vorhaben im Bildungsbereich, Sie an anderer Stelle im Bildungsbereich Kürzungen vornehmen wollen. Das ist sozusagen dann die vereinfachte Relativitätstheorie, wie das der Kollege Frömmrich immer nennt, was du an Mehl sparst, kannst du und Butter hinzufügen. Da wird dann an einer Stelle 15 Millionen € aus Stellen hinzugefügt, weggenommen, damit man das an anderer Stelle neu verteilen kann, ohne aber zu sagen, wo sie es wegnehmen wollen. Das ist auch nicht so richtig seriös. Aber positiv zu bewerten ist, dass sie erst einmal von dieser Wursttheken-Haltung weggekommen sind und sagen, es ist das, was Schwarz-Grün im Bildungsbereich an Geld zur Verfügung stellt, ist das, was maximal machbar ist. Das finde ich erfreulich, dass Sie das einräumen. Aber das, was Sie in Folge vorschlagen, ist trotzdem alles andere als seriös. Auch die weiteren Vorschläge, die Sie dort gemacht haben, aufgrund der Zeit kann ich das jetzt nicht mehr ganz im Einzelnen auseinanderklamüsern, ist nicht besonders seriös. Aber einen Punkt möchte ich dann doch noch einmal aufgreifen, weil Sie sich dort auf Ihrem Parteitag sehr explizit geäußert haben. Und zwar habe ich da am Montag gelesen, anstatt immer neue Schulformen zu erfinden, wäre mir jetzt unbekannt, dass das ein Vorwurf an die schwarz-grüne Koalition sein sollte. Aber jedenfalls sagt der Kollege Degen, anstatt immer neue Schulformen zu erfinden, müssen Schulen in die Lage versetzt werden, jedes Kind aufzunehmen. So, jetzt würde man ja sagen, na ja, das mit den neuen Schulformen erfinden, vielleicht hat er da was vor, vielleicht kommt er ja im Bereich des Schulgesetzes. Aber das dann per Haushaltsänderungsantrag einführen zu wollen, weil in der Drucksache 3944 heißt es dann, man wolle 5 Millionen € für die Umwandlung von Schulen in Gemeinschaftsschulen zur Verfügung stellen. Das scheint mir doch kein besonders durchdachtes Konzept zu sein. Ich glaube, man sollte erst einmal das Konzept für eine Schulform aufstellen, und dann kann man auch noch Haushaltsänderungsanträge stellen. Aber andersrum scheint mir das keine besonders gute Idee zu sein. Also insgesamt, ich komme zum Schluss, sind die Anträge der SPD auch in diesem Jahr nicht besonders durchdacht. Wir stellen fest, dass da kein konsistentes Konzept dahinter steckt. Im Gegensatz dazu steht das schwarz-grüne Koalitionsprogramm und das, was wir im Haushalt auf den Weg gebracht haben. Damit setzen wir Zeichen für mehr Chancen und Bildungsgerechtigkeit in Hessen und werden diesen Weg konsequent weitergehen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Jetzt geht es weiter mit dem Kollegen Greilich, FDP-Fraktion. Bitte sehr, Wolfgang. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Haushalt des Kultusministeriums spiegelt die allgemeine Lage und Situation in der Schullandschaft des Landes Hessen wider. Ich stehe nicht an, zu sagen, die ist schon gut, nach wie vor, so wie wir das gemacht haben. Warum das so ist, das will ich Ihnen allerdings auch sagen. Wir haben die beste Lehrerversorgung im Lande Hessen, 105 % seit Ewigkeiten. Wer hat das gemacht, Herr Kultusminister? Wir haben es gemacht. Wir haben die Vielfalt in der hessischen Schullandschaft. Wer hat dafür gesorgt, dass wir die Schullandschaft vielfältig in Hessen haben? Herr Minister, wir haben es gemacht. Und es ist gut, dass das so bleibt. Wir haben ein InteA-Programm. Wir haben ein InteA-Programm, das im Wesentlichen die Flüchtlingsproblematik, die Problematik der Flüchtlingsbeschulung richtig aufnimmt. Wer hat die Vorarbeiten gemacht? Nicola Beer hat sie gemacht, zusammen mit Leuten an den Schulen, und sie konnten dann, als der Ansturm kam, davon profitieren. Ja, meine Damen und Herren, was gut ist, das bleibt auch gut, und es ist gut, wenn Sie auf diesem Pfad weitergehen. Aber der Haushalt ist das eine, und wir haben keine kassenwirksamen Anträge dazu vorgelegt, wie Sie sicherlich bemerkt haben, weil wir sagen, es ist ein Pfad, auf dem wir uns bewegen, und auf dem Pfad wird man weitergehen müssen. Aber heute ist natürlich auch der Zeitpunkt, über die Schulpolitik in Hessen insgesamt zu reden, und da gibt es Licht und Schatten. Da ist durchaus noch Luft nach oben gegeben, nicht in diesem Haushalt, aber die Richtung stimmt an vielen Stellen nicht, Herr Minister. Meine Damen und Herren von der Koalition, Sie verlassen den Pfad der Tugend. Das, was Sie zeigen, sind Beispiele für falsches Denken. Sie marschieren in die falsche Richtung. Ich will das an ein paar Beispielen deutlich machen. Erster Punkt ist das Stichwort selbstständige Schulen. Herr Minister, Sie haben selbst vor ein paar Tagen gesagt, wir haben große Schritte gemacht hin auf dem Weg zu mehr Selbstständigkeit der Schulen. Das haben wir aus gutem Grund gemacht, weil wir wissen, dass Lehrerinnen und Lehrer vor Ort am besten wissen, wie man Schule macht, wie man Unterricht gestaltet. Deswegen haben wir diese großen Schritte getan. Nur wann haben wir die getan? Die haben wir in der letzten Wahlperiode getan. Und in dieser Wahlperiode ist Stillstand zu besichtigen. Es geht nicht voran. Im Gegenteil, wenn man genau in die Schulen hineinhört, muss man feststellen, es geht zurück. Tatsache ist, dass es nicht weniger, sondern dass es mehr Gängelung der Schulen gibt. Und in Abwandlung, wenn Sie mir das erlauben, zu Schillers Don Carlos, geben Sie Gedankenfreiheit. Hier bin ich versucht zu sagen, geben Sie den Schulen die Handlungsfreiheit, die sie brauchen, Herr Kultusminister. Die Ergebnisse würden Sie belohnen. Ich habe allerdings wenig Hoffnung, dass Sie diesen Weg gehen werden, da Sie gefangen sind in dieser Koalition, die sich offensichtlich das Motto des früheren schulpolitischen Sprechers der Union zu eigen gemacht hat. Wir müssen durchregieren bis ins letzte Klassenzimmer. Das scheint die neue Marschrichtung zu sein. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, das zweite Thema ist ein schönes Beispiel auch für dieses Thema der Gängelohn. Das ist die Frage der Flüchtlingsbeschulung. Die ständigen Plausibilisierungsabfragen, die schon verschiedentlich thematisiert wurden, ständig veränderte Kriterien für die Lehrerzuweisung, das alles führt dazu, dass die Bürokratie des Kultusministeriums die vielfältigen Initiativen der Lehrerinnen und Lehrer vor Ort erstickt und drangsaliert. Ein schönes Beispiel dafür, wo mehr Selbstständigkeit und nicht weniger Selbstständigkeit notwendig ist. Die Praxis Ihrer Kultusbürokratie gerade zeigt es. Die Lehrerinnen und Lehrer wissen es besser. Dort ist der Ursprung für guten Unterricht, für gute Flüchtlingsbeschulung, und die Bürokratie aus Wiesbaden bremst. Das ist ein Punkt, wo ich sage, der ist besonders wichtig. Integration können wir nur schaffen mit guter Bildung, mit guter Bildungspolitik. Integration auch in die Arbeitswelt können wir nur auf diesem Wege schaffen. Die Wirtschaft wartet darauf, dass wir den Weg
bereiten. Die Deutschkenntnisse sind das Entscheidende an Voraussetzungen. Und sowohl aus der Industrie wie auch aus dem Handwerk bekommen wir die Rückmeldung, es reicht eben nicht, was dort bislang als Zielvorgabe ist. In diesen Zeiträumen ist es nicht hinzukriegen. Und deswegen sage ich sehr deutlich, wir haben das in diesem Haus schon mehrfach diskutiert, die Altersgrenze muss weg. Die Altersgrenze muss weg, und der Deutschunterricht gehört an die Schulen und an keine andere Stelle. Sie haben jetzt, auch das will ich positiv erwähnen, sehr positiv erwähnen, Herr Minister, wir haben 700 Stellen für Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung jetzt im Haushalt drin. Das ist richtig. Ich halte es auch für den Anfang für ausreichend. Aber es ist natürlich nicht alles, was wir brauchen werden, sondern wir müssen diese Stellen jetzt besetzen, zügig besetzen und müssen dann weitergehen auf diesem Weg, wenn wir das Ziel erreichen wollen. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Ich will ein drittes Thema ansprechen, das Thema Digitalisierung. Das ist auch ein Schwerpunkt unseres Haushaltsantrags insgesamt. Bündelung der Digitalisierungsaufgaben in diesem Land Hessen muss Chefsache werden. Denn das, was wir jetzt in Hessen beobachten, gerade auch im Bildungsbereich, aber auch in jedem anderen Bereich, das kann uns nicht in die Zukunft führen. In jedem Büro, in jedem Unternehmen, in jedem Diskussionsforum ist das beherrschende Thema die konkret zu beobachtende revolutionäre Umwälzung, die durch die Digitalisierung geschieht. Das ist überall das Thema. Was passiert auf der anderen Seite in vielen unserer hessischen Schulen? Dort herrscht noch die Kreidezeit, und das kann nicht der Weg sein. Wir haben jetzt die Initiative. Wir haben jetzt die Initiative von Frau Wanka, die ein großes Programm zur Digitalisierung auflegen will. Da geht es um Hardwarebeschaffung. Ich sage einmal sehr deutlich, das klingt alles sehr viel, was Frau Wanka dort vorhat. Wenn man sich einmal die Realität anschaut und mal davon ausgeht, wenn wir die Schulen vernünftig ausstatten wollen, mit Hardware vernünftig ausstatten wollen, mit flächendeckendem WLAN und so weiter und so fort, dann sind sie leicht bei einer Größenordnung von 1.000 € pro Schüler. Und da wird das, was Frau Wanka bereitstellen will, nicht ausreichen, mal ganz abgesehen davon, dass natürlich noch ganz andere Aufgaben im Bereich der Lehrerbildung, der Lehrerqualifizierung bestehen. Und erlauben Sie mir diesen kleinen Exkurs. Ich habe da so ein bisschen Bedenken, ein bisschen Misstrauen, ob diese Koalition wirklich gewillt ist, auf dem Weg der Digitalisierung in unseren Schulen voranzuschreiten. Es macht mir etwas Sorge, wenn ich sehe, welche Sachverständigen die Koalitionsfraktionen in die Enquetekommission Bildung geladen haben, wenn dort Herr Prof. Spitzer, allgemein bekannt als Kämpfer für die Vergangenheit, von der Koalition geladen wird, dann markiert das eine Stoßrichtung, die in die Richtung geht, Hessen hinten, wenn es um Digitalisierung geht, vorwärts in die Vergangenheit. Das scheint das Thema dieser Koalition zu sein. Und ich will einen letzten, mir sehr wichtigen Punkt ansprechen. Überall wird diskutiert, dass wir die Schulen weiter öffnen müssen, dass wir sie öffnen müssen, auch für Wirtschaftsthemen, für Wirtschaftsinhalte, dass wir zu diesem Zweck auch Wirtschaftskompetenz hereinholen müssen in die Schulen, dass wir kooperieren müssen mit der Realwirtschaft, indem wir uns entsprechende Vertreter in die Schulen holen, die in den Unterricht integriert, der von Lehrern zu gestalten ist, natürlich ihre Erfahrungen einbringen. Wir haben, und ich will das an dieser Stelle erwähnen, einen aufrüttelnden Befund aus der Bitkom-Studie. Zwei Drittel aller Lehrer, aller befragten Lehrer würden in jeder Hinsicht ihren Schülern davon abraten, sich selbstständig zu machen, sich unternehmerisch zu betätigen. Meine Damen und Herren, das ist ein Geist. Das ist ein Geist, dem wir entgegensteuern müssen. Viele private Initiativen, die wir dazu brauchen, gibt es in Deutschland. In allen Ländern des der Bundesrepublik Deutschland werden die gefördert. Nur in Hessen geht der Weg genau in die Gegenrichtung. Wir gehen zurück. Wir halten die Wirtschaft draußen. Und der jetzt vorgelegte Entwurf des Schulgesetzes belegt das. Wir haben dort drin eine Verschärfung des Werbeverbotes, das bis jetzt schon in der Dienstordnung verankert ist. Das ist unbedenklich, aber auch unnötig. Niemand will Reklame für was auch immer, ob für Klamotten, für Fastfood, für Handys oder was auch immer. Das hat in der Schule nichts zu suchen. Aber der entscheidende Punkt steht hinter diesen paar Worten zum Werbeverbot, denn dort machen Sie dem Sponsoring an den Schulen total den Garaus. Nur noch mit Einzelfallgenehmigung des Ministers, wiederum mit mehr Gängelung, soll das gehen? Was bedeutet das konkret? Niemand wird diese Einzelfallgenehmigung auch nur beantragen. Sie ersticken damit Sponsoring, Sie machen es tot. Und damit, und das sage ich zum Schluss,
Herr Minister, Sie setzen falsche, Sie setzen verhängnisvolle Zeichen. Das ist mein Appell an die Koalition. Kehren Sie um, kehren Sie zurück auf den Pfad der schulpolitischen Tugend der vergangenen Legislaturperiode. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat der Kultusminister, Prof. Lorz. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dem hier zu beratenden Haushaltsansatz für das Jahr 2017 klettert der Bildungsetat des Landes Hessen wieder einmal auf einen historischen Höchststand. Was wahr ist, muss wahr bleiben. Und damit sich die Wahrheit verbreitet, muss man sie auch ab und zu aussprechen. Verglichen mit 1999 haben wir mittlerweile eine 63-prozentige Steigerung zu verzeichnen. Das ist weit, weit mehr als die Inflationsrate in dem vergleichbaren Zeitraum. Meine Damen und Herren, man soll nicht alles in Geld messen. Aber wenn man die Haushaltsdebatte führt, dann geht es nun einmal um Geld. Und deswegen, meine Damen und Herren, diese Steigerung, trotz Aufrechterhaltung des Konsolidierungspfades zur Einhaltung der Schuldenbremse, ist der in Haushaltszahlen geronnene Beleg dafür, wie ernst es dieser Landesregierung mit der Prioritätensetzung im Bereich der Bildungspolitik ist. Und ja, dabei konnten wir auch auf guten Voraussetzungen aufbauen, die 105%. Ich wollte sie jetzt eigentlich gar nicht noch einmal erwähnen. Aber da der Abg. Degen, Sie sollen ja auch nicht mehr sagen, er erzählt jedes Jahr das Gleiche. Aber man kann das auch nicht oft genug wiederholen. Wir halten daran fest. Es ist jedes Jahr aufs Neue 105%, die wir gewährleisten. Ich will das deswegen hier noch einmal thematisieren, weil der Abg. Degen die Grundunterrichtsversorgung angesprochen hat. Ich glaube, da muss man einmal ein Missverständnis aufklären. Die Grundunterrichtsversorgung, und zwar einschließlich dieses Zuschlags der 5%, entwickelt sich selbstverständlich dynamisch im Verhältnis zu den Schülerzahlen. Das heißt, wenn die Schülerzahlen steigen, dann steigt auch die Zahl der Klassen, die eingerichtet werden, dann steigt die Lehrerzuweisung, dann steigt die Zuweisung für die Grundunterrichtsversorgung, und es steigt der Zuschlag zur Grundunterrichtsversorgung. Das ist für uns so selbstverständlich, dass wir davon überhaupt kein Aufhebens machen. Aber man muss vielleicht doch ab und zu mal darauf hinweisen, dass man sieht, das ist auch keine statische Größe, und es ist keineswegs so, dass da irgendwelche Abstriche gemacht werden, wenn Schülerzahlen steigen, sondern im Gegenteil, dann wird das auch dynamisch nach oben angepasst. Das gehört für uns selbstverständlich zum Haushalt dazu. Ich will noch einen zweiten Punkt ansprechen, weil er auch vorhin genannt wurde und so ein bisschen so abgetan wurde, so nach dem Motto, ja, diese Reduzierung der Stundenverpflichtung, das ist doch gar nichts weiter. Also erstens war es schon bisher in dieser Pauschalität nicht richtig, dass Hessen die höchsten Pflichtstunden für seine Lehrkräfte hat. Und nach der Arbeitszeitverkürzung, die zum 1. August 2017 in Kraft treten wird, wird das noch viel weniger richtig sein. Und es kostet immerhin auch über 600 Stellen in diesem Haushalt. Das ist ein großer Brocken. Wir nehmen das auf uns, gerade weil wir die Entlastung der Lehrkräfte an dieser Stelle erreichen wollen. Aber das darf man dann doch auch noch einmal hervorheben. Das ist auch eine finanzpolitische Kraftanstrengung, die wir mal so nebenbei zu allem anderen auch noch unternehmen, was in diesem Haushalt sonst noch drinsteht. Und wir haben uns, meine Damen und Herren, zum Beginn dieser Legislaturperiode viel vorgenommen. Und wir halten Wort. Wir werden keine Abstriche an unseren ehrgeizigen Plänen machen. Und das, obwohl wir mit der Integration der neu zugewanderten Kinder und Jugendlichen noch eine große zusätzliche Aufgabe zu schultern haben. Darauf will ich gleich noch kommen. Wir bleiben bei dem in seiner Dimension beispiellosen Ausbauprogramm für die Ganztagsangebote, insbesondere mit dem Pakt für den Nachmittag. Und auch wenn die Opposition natürlich nichts unversucht lässt, um dieses Programm schlecht zu reden, schon in seinem zweiten Jahr erweist es sich als eine echte Erfolgsgeschichte. Es hat in kürzester Zeit eine hohe Popularität und einen Vorbildcharakter für alle Regionen gewonnen. 16 von 33 Schulträgern, die dabei sind, 122 Schulen in nur zwei Jahren, das spricht eine deutliche Sprache, meine Damen und Herren. Und dabei bleiben wir ja nicht stehen. Wir haben in diesem Jahr mit einem zusätzlichen Programm von 6 Millionen €, insbesondere für die weiterführenden Schulen, auch 45 Schulen die Neuaufnahme in das Ganztagsprogramm ermöglicht und 180 Schulen eine Profilerweiterung oder einen Profilwechsel. Das war gemeinsam mit der SPD. Dafür möchte ich mich auch noch einmal ausdrücklich bedanken, auch dafür, dass Herr Degen das vorhin entsprechend gewürdigt hat, und ebenso dafür, dass Sie deshalb auch die erneute Auflage dieses Programms unterstützen. Ich freue mich auch schon auf die Bewerbungen aus dem Main-Kinzig-Kreis. Darf aber auch hinzufügen, wenn der dortige Landrat sich dazu entscheiden könnte, seinen Kreis auch einmal in den Pakt für den Nachmittag zu führen, dann ging es dort noch viel besser aus.
Meine Damen und Herren, wir halten unser Versprechen, den Sozialindex weiter auszubauen, auf jetzt 480 Stellen im Gegenwert von fast 27 Millionen €. Das ist eine Ressource, die an den Schulen mit einer in dieser Hinsicht besonders unterstützungsbedürftigen Schülerklientel zu allen anderen Töpfen noch dazugegeben wird. Und die, darauf möchte ich auch einmal hinweisen, insbesondere und vollständig für die Einstellung sozialpädagogischer Kräfte verwendet werden kann. Das geht eben nicht aus dem Zuschlag zur Grundunterrichtsversorgung. Das kommt obendrauf an den Schulen, die das besonders brauchen. Und das ist viel mehr als in anderen Bundesländern gegeben wird. Das ist auch mehr als in Baden-Württemberg gegeben wird. Und wenn man diese Summe, diese 27 Millionen € in Beziehung setzt zu dem, was es früher gab, nämlich eine Sonderzuweisung gerade einmal 400.000 € auf 10 Schulen beschränkt, dann erkennt man auch daran, welche Kraftanstrengungen diese Landesregierung für Chancengerechtigkeit und Solidarität in unserer Bildungslandschaft unternimmt, meine Damen und Herren. Wir bauen die inklusive Beschulung weiter aus. Auch hier gibt es 132 zusätzliche Stellen. Damit sind jetzt über 2.000 Förderschullehrerstellen an den allgemeinbildenden Schulen im Einsatz. Aber vor allen Dingen werden wir die Einsatzmöglichkeiten unserer sonderpädagogischen Kräfte erweitern, indem im Rahmen der inklusiven Schulbündnisse jetzt alle Ressourcen in einem Pool zusammengeführt werden und die Entscheidungsträger vor Ort damit frei über den besten Förderort für jedes einzelne Kind entscheiden können. Ja, es ist richtig, was der Abgeordnete Degen gesagt hat. Wir kriegen mittlerweile schon Probleme, diese Stellen alle zu besetzen mit voll ausgebildeten Förderschullehrkräften. Das ist eine Herausforderung. Daran müssen wir arbeiten. Das tun wir auch. Aber man darf doch vielleicht daran erinnern, was die traditionelle sozialdemokratische Lösung dafür war. Unter SPD-Verantwortung in diesem Land, meine Damen und Herren, da gab es gar keine Stellen, für die man irgendwelche Lehrer hätte suchen können. So kann man Probleme natürlich auch umschiffen. Aber das ist nicht unser Lösungsweg. Aber vor allen Dingen, meine Damen und Herren, wir haben die gewaltige Herausforderung angenommen, die weit über 20.000 zusätzlichen Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, die weitestgehend ohne Deutschkenntnisse hier zu uns gekommen sind, in unser Schulsystem zu integrieren. Dass das bislang gelungen ist, ist natürlich dem immensen Einsatz und der großartigen Leistung aller Beteiligten, namentlich unserer Lehrerinnen und Lehrer, zu verdanken. Aber eben auch der Tatsache, dass wir in diesem Jahr und mit dem jetzt zu verabschiedenden Haushalt 2017 fast 2.000 Lehrerstellen zusätzlich geschaffen haben bzw. schaffen werden, um diese Integrationsleistung tatsächlich vollbringen zu können. Und dabei stand im letzten Jahr vor allem die Intensivsprachförderung im Zentrum, weil wir wissen, dass die Grundvoraussetzung für jede Bildung das Beherrschen der Bildungssprache ist. Das brauchen wir auch weiterhin. Aber es geht jetzt zugleich um die erfolgreiche Eingliederung dieser Kinder und Jugendlichen in das reguläre Schulsystem. Und dafür haben wir eigens einen schulischen Integrationsplan entwickelt, mit zusätzlicher Deutschförderung auch nach dem Wechsel in die Regelklasse, mit einem speziellen Integrationsindex, der allen Schülerinnen und Schülern einer solchen Regelklasse zugutekommt und dessen Verwendung den bewährten Regeln unseres Sozialindexes folgen wird, mit einer Verstärkung der Kompetenz unserer Lehrkräfte durch ein umfangreiches Fortbildungs- und Beratungsprogramm und einem Ausbau der externen Beratungs- und Unterstützungsstruktur. Und jetzt noch mit der Schaffung eines besonderen Platzkontingents, das ist schön, lieber Herr Greilich, dass das auch gewürdigt worden ist, im Rahmen der Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung, damit diejenigen Schülerinnen und Schüler, die sonst aus dem System zu fallen drohen, eine weitere Möglichkeit haben, den Weg in Ausbildung und Arbeit zu finden. Und ich möchte zu guter Letzt den Weiterbildungspakt nicht unerwähnt lassen, den wir dankenswerterweise auch mit Unterstützung der Opposition, auch danke, dass das auch noch einmal herausgestrichen worden ist, vor wenigen Wochen mit den öffentlichen und freien Trägern der Weiterbildung abgeschlossen haben. Auch da geht es um Erleichterung von Bildungszugängen, um die Förderung von Integration, Teilhabe und Chancengerechtigkeit und um die überragende Aufgabe der Stärkung von Qualität in unserem Bildungssystem. Meine Damen und Herren, an alledem sehen Sie, diese Landesregierung mobilisiert nicht nur jede Menge Ressourcen für die Bildung in unserem Land. Sie weiß auch sinnvoll, damit umzugehen und sie gut einzusetzen. Das ist zum Wohle unserer Kinder und Jugendlichen, zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung auf diesem Wege und für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Minister, herzlichen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen mehr zum Einzelplan. Damit ist 04 behandelt.